Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 19. September. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind gut in die Woche gekommen. Gut in die Woche kommen auch hier die ozeanischen Pairs, allen voran hier die Währungen aus Australien und Neuseeland und insbesondere auch der Goldpreis zieht heute mit an und das ist grundsätzlich ja schon mal ein positives Bild, das sich hier zeigt. Aber natürlich, wir sehen auch wieder ein Stück weit Schwäche auf der Südseite hier bei den entsprechenden Pairs, die in Yen gehandelt werden, aber alles relativ überschaubar. Sehr stark aber, wie gesagt, die Währungen aus Ozeanien und das treibt auch tatsächlich den Goldpreis, den wir uns hier jetzt erstmal zunächst in der Situation des Wochencharts anschauen wollen. Dazu gab es auch unlängst in der vergangenen Woche eine größere Analyse, die sich hier eben mit dem Goldpreis beschäftigte, vor dem Hintergrund dessen, dass wir hier eine Trendbewegung seit Ende letzten Jahres sehen, das hier in einem Aufwärtstrendkanal und sich das Ganze hier in Form einer bullischen Flagge darstellt. Und Sie sehen hier die Projektion nach oben, definitiver Buy Trigger hier oberhalb von 1353,55 rund. Wer denn hier vorzeitig in eine solche Flagge einsteigt, hat natürlich einerseits die Chance, sich ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis anzukaufen, andererseits natürlich auch das Risiko, dass sich diese Flagge eben weiter fortsetzt. Und wir sehen hier mit der aktuellen Handelswoche, dass der Preis als solcher hier wunderschön auf diese Unterstützungszone um 1310, 1307, 1300, Round Number eben, hinzuläuft. Und da wird es eben sehr, sehr spannend. Heute Japan geschlossen, aber sehr, sehr spannend, was hier am 21.09. passiert. Weil wir haben hier, wie gesagt, die japanische Notenbank in der Nacht mit Entscheidungen. Eine Zeit, eine genaue Zeit gibt es hierbei nicht. Man darf sich in der Nacht überraschen lassen. Und dann insbesondere hier den Fed-Zinstermin. Und der 21.09. hat es als solcher in sich. Und das wird genau hier der Punkt sein, der den Goldpreis sicherlich in die eine oder andere Richtung treibt. Insofern geben Sie hier Obacht auf den 21.09., auf die laufende Handelswoche, was hier passiert. Heute wird auch noch ein Check folgen zum amerikanischen Aktienmarkt, Nasdaq und S&P 500 mit bärischen Tendenzen. Ja, man darf davon ausgehen, dass hier eine Schwäche möglicherweise rein saisonal vor uns steht. Beim Goldpreis haben wir dies nicht zwingend. Sie wissen, dass hier eine bullische Saison vor uns steht, obgleich hier mit Blick auf die kommenden 20 Tage sehr, sehr volatil das Ganze. Hier am 21.09. sogar ein kleiner Dip nach unten, aber grundsätzlich mit Blick auf die nächsten 40 Tage, also weitergeschaut als solches, haben wir beim Goldpreis hier eine sehr, sehr schöne Situation, die insbesondere ab Oktober hier anziehende Preise, stark anziehende Preise erwarten lässt zum Jahresende hin. Und das sieht eben ganz gut aus in Form auch dieser bullischen Situation, dieser bullischen Flagge. Allerdings bedarf es sicher eben eines Ausbruchs. Und solange der nicht passiert, kann sich natürlich die Konsolidierung einerseits fortsetzen, wobei das Abwärtspotenzial begrenzt ist. Geht es hingegen aber deutlich unter 1300, hat man natürlich hier das Risiko eines Korrekturszenarios, was sich dann entsprechend ausdehnen kann. Also ganz ohne ist es nicht, aber die bullischen Vorzeichen sind meines Erachtens durchaus gegeben. Gehen wir mal in den Tagesschart, ein Stück weit bunt, aber hier die Situation, wo wir im Prinzip spekulativ auf dieser Unterstützung hier um 1333, 1335 damals setzten, beziehungsweise im Video hinwiesen, dass natürlich hier die Konsolidierung läuft, aber man spekulativ hier sogar schon an dieser Unterstützung am 38er Fibonacci-Level einen Einstieg suchen könnte. Letztlich, Sie sehen es, der Goldpreis ging hier scharf weiter in eine Korrektur und sammelte sich erst hier oberhalb des nächsten Unterstützungsbereichs, wie gerade eben am Wochenchart auch schon gesehen, eben hier 1307, das ist ja das Hoch aus 2015. Und dann natürlich hier auch die entsprechenden Hochs Juni diesen Jahres. Hier kleiner Rücklauf Ende Juni. Hier dieser Dip im August, Anfang September. Ja, und jetzt sind wir wieder in dieser Situation und das gestrichelte Szenario hielt Einzug. Ja, hier praktisch eine Art Worst-Case-Stop, der praktisch hier im Bereich knapp über 1300 $ theoretisch zu platzieren wäre, hält sich hier noch ganz gut. Aber man muss natürlich auch hier die Situation unterstellen, dass der Preis natürlich auch hier diese untere Trend Kanallinie dieser bullischen Flagge noch immer sozusagen touchieren könnte. Und dann wäre es natürlich so, dass es hier recht kritisch werden könnte in Form dessen, dass der Markt eben hier auch nochmal unter das Niveau von 1300 $ fällt. Sollte er idealerweise nicht tun, der Goldpreis sollte hier versuchen, sich oberhalb von 1300 $ zu festigen, um eben hier weitere Impulse zu liefern. Für heute, wie gesagt, sieht es ganz bullisch aus. Wir haben auch von der Vektor-Fuzzy-Logik, und das zeige ich Ihnen gleich mal, auch heute hier ein sehr bullischen Bias in Form dieses Patterns, starkes Pattern
Hier mit knapp 70%, 211 Erscheinungen, ein Plus von knapp 0,67% wird erwartet und das heutige Tageshoch im Bereich 1323. Da sind wir noch ein paar Dollar weg. Insofern könnte es durchaus dazu kommen, dass die heutige bullische Kerze hier auf jeden Fall noch ihre Fortsetzung findet und im Prinzip der Goldpreis eben tatsächlich versucht, hier eine Attacke zu starten. Tatsache ist aber, am 21.09. kann es sehr volatil werden. Wohin der Preis da schlägt, das gleicht einem Münzwurf. Sollte es Dips nach unten nochmal geben, dann wäre meines Erachtens hier knapp oberhalb von 1300 eine Kaufchance gegeben, ja, um den Goldpreis sozusagen einzusammeln. Andererseits, wenn es natürlich hier direkt nach oben rausgeht, dann kann man auch sagen, findet das Ganze direkt seine Fortsetzung. Und dann muss man definitiv unterstellen, hat der Preis eben gute Chancen, hier wirklich, insbesondere wenn es über 1300, 53, 1355 geht, hier wirklich einen sehr, sehr bullischen Jahresausklang einzuleiten. Das wäre auch das präferierte Szenario meines Erachtens, dass der Goldpreis hier auf jeden Fall die Maßnahme zieht, weiter nach oben anzusteigen, die bullische Konsolidierung sozusagen als Sprungbrett nutzt, um hier nach oben hin auszubrechen. Und das, wie gesagt, sind die Rahmendaten, die sich hier darstellen. Man darf gespannt sein, wie gesagt, was die Fed dahin tut am Mittwoch, beziehungsweise auch die japanische Notenbank. Und ansonsten sei gesagt, wenn der Goldpreis eben hier nach unten rauskippt, insbesondere hier gehen wir noch ein Stück tiefer, die Marke von 1270 unterschreitet, dann sieht es meines Erachtens wenig positiv aus. Aber man muss dem Goldpreis auch ein Stück weit Volatilität erlauben, gerade vor dem Hintergrund, dass eben die Notenbanken da am Start sind. Und wenn es aber unter 1270, also deutlich unter 1300 geht, dann denke ich auch, sind hier Preise unter 1000 oder in Richtung 1220 und tiefer mehr als nur eine theoretische Option. Es dürfte dann mit großer Sicherheit zu so einem solchen Rücklauf kommen. Gut, der Goldpreis selber, wie gesagt, in meinen Augen immer noch bullisch, auch gestützt durch die Saisonalität. Für meines Erachtens wirklich ein sehr, sehr interessanter Bias. Insofern halten Sie den Goldpreis im Auge. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen in jedem Fall schon mal einen erfolgreichen Handel in dieser Woche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder, 9:30 Uhr. Und bis dahin. Viel Glück, frohes Schaffen, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.